Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Filmtalk für 59+. Diesmal habe ich keine Kinofilmempfehlung, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass gerade auch die Filmfestspiele in Cannes laufen und dort erstmal alle Filme hingeschickt wurden und die ein bisschen brauchen, bis sie von dort dann in unsere Kinos kommen. Das tut mir jetzt leid, aber dafür habe ich halt drei DVD-Tipps und ich denke, da kommen wir auch mal mit hin, ne? Der erste DVD-Tipp ist Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Dazu gab es schon einen Roman, der war ein Riesenerfolg und der ist jetzt verfilmt worden, eine schwedische Verfilmung. So ein bisschen kann man sagen Forrest Gump aus dem Altersheim. Weil der Mann, der wird halt 100, an seinem Geburtstag sagt er sich, nee, ich möchte jetzt einfach auch noch mal raus, ist mir hier zu langweilig. Und in Rückblenden sehen wir so ein bisschen, was er erlebt hat. Und das ist echt sehr witzig, sehr schräg, skurril, schwarzer Humor. Und was er erlebt auf seinem Weg jetzt, das ist echt spaßig. Hast du vielleicht meinen Hammer gesehen? Hier. Ah, du hast deinen Hammer fallen lassen! Wir kennen viele Menschen, sind sehr kontaktfreudig. Ja, hallo. Hallo. Genosse Stalin will, dass Sie ihm alles erzählen, was Sie über die Atombombe wissen. Aber vielleicht erst einen kleinen Wodka? Also nimm mal den Koffer und immer schon festhalten. Aber ich... Halt die Klappe, Opa! Scheiße, wo steckst du, du alter Sack? Sie und Ihr bescheuerter Freund, Sie sind so gut wie tot! Wenn Sie mich umbringen wollen, müssen Sie sich beeilen, weil ich schon 100 bin. Wichser! Seid ihr irgendwo abgehauen oder so? Ich verstehe, es sieht verrückt aus. Na sowas, da kommt noch so ein komischer Knacker. Alan, ja. Angenehm. Na, wie das wird, das wollen wir erstmal sehen. Ganz ruhig, schön ruhig bleiben. Verfluchte Scheiße. Was macht das Ding denn hier bei uns an der Küste? Ach du Schande. Oh. Das hätte wehtun können. Ja, tot zu sein kann manchmal Vorteile haben. Beim Ganzen geht es natürlich auch um Geld, um sehr viel Geld. Das ist schon eine wirklich sehr verrückte Geschichte. Die Leute, die den Roman gelesen haben, fanden den Film gar nicht gut. Und ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, man muss halt den Roman auch ausblenden. Man muss den Film als Film sehen, ihn wirken lassen und dann macht er richtig Spaß. Unser nächster Tipp ist Rosi. Das ist ein Schweizer Film, der ist im Schweizerdeutsch gedreht worden. Und wer das versteht, sollte ihn auch im Original gucken, denn die deutsche Synchro ist leider nicht so gut gelungen. Er macht trotzdem Spaß, aber eben, es geht ein bisschen was verloren. Rosi ist eine ältere Dame, die raucht, die trinkt, ist extrem eigensinnig und macht im Grunde, was sie will. Hat einen schwulen Sohn, der in Berlin lebt und eine Tochter, die ein bisschen Probleme mit ihrer eigenen Familie hat. Rosi erleidet aber jetzt einen Herzinfarkt und ihre Kinder kommen zu ihr zurück, um sie zu unterstützen. Aber sie will auf jeden Fall zu Hause bleiben, nicht ins Heim und naja, stellt sich schon ein bisschen an. Ja, sie ist schuld an allem. Sie ist auch schuld an deiner Misere mit Alex. Du bist so ein Arschloch. Rennst du deshalb Jungs hinterher, von denen du der Vater sein könntest? Komm. Was soll ich dir ins Hemd schmieren? Willst du nicht, oder? Ich... Die Liebe, das ist nichts als eine trügerische Fata Morgana, aber die spornt uns an. Sie befähigt uns zu den kühnsten schöpferischen Leistungen. Der Zustand Ihrer Mutter ist stabil, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber in Zukunft wird sie sicherlich Betreuung brauchen. Kannst du ruhig festern, richtig schrubben. Oh, Entschuldigung. Oh, Mama. Ist nichts passiert. Ja, nein, du bist unmöglich. Wie kommst du jetzt zur Physiotherapie? Wer fährt dich zu der Frau Doktor, Mama? Hallo, wir reden mit dir. Raus jetzt, hau ab! Du auch, raus hier! Ich habe das Gefühl, ich hätte was gut zu machen. Das habe ich auch.
Aber ich kann sie doch nicht zu mir nehmen, das geht doch nicht. Fräulein Rosi, darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Sibylle Brunner spielt die Rosi und sie spielt sie wirklich toll und hat, glaube ich, auch ein paar Preise dafür gewonnen. Ist ein Film natürlich, klar, es geht auch wieder mal ums Älterwerden, aber eben auch um das Verhältnis zur Homosexualität, jetzt gerade heute auch wieder sehr aktuell. Und es ist wirklich eine liebenswerte Geschichte mit einer verrückten Frau. Unser nächster Tipp ist Die zwei Gesichter des Januars. Das ist ein Krimi nach einem Roman von Patricia Highsmith. Da wurde ja schon einiges verfilmt. Manche Sachen gut, manche Sachen halt nicht so gut. Deswegen sollte man da immer ein bisschen kritisch rangehen. Aber diese Verfilmung ist, finde ich, ganz gut geworden. Es ist ein sehr ruhiger Film. Er spielt in Griechenland Anfang der 60er Jahre. Und Viggo Mortensen und Kirsten Dunst sind ein amerikanisches Ehepaar, das dort in Athen dann auf einen rumreisenden Schlawiner, sage ich ganz gerne, einen Amerikaner, der halt versucht, Touristen auszunehmen, auf dem treffen sie. Und er will sie halt auch ausnehmen, merkt aber dann, dass die beiden doch einige Geheimnisse haben und doch ein bisschen was zu verbergen. Da sitzt einer in einem grauen Shirt und starrt schon wieder. Sie sieht sehr hübsch aus, oder? Was machen Sie, Nati? Ich bin Fremdenführer. Sie sind Amerikaner. Glaubst du ihm? Du kannst ihn ja selbst fragen. Sonntag wird er uns über den Flohmarkt führen. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt, Sir? Ich kümmere mich um die Ersparnisse anderer Leute. Wollen Sie mit uns vielleicht zu Abend essen? Und, was ist dein Eindruck? Ihn würde ich nicht mal meinen Rasen mähen lassen. Mr. Dunleavy? Es ist das falsche Zimmer. Sie sollten vorsichtiger sein, mit wem Sie Geschäfte machen. Du hast doch gesagt, dass uns niemand folgen wird. Wir werden sofort verschwinden. Wir brauchen neue Reisepässe, neue Identitäten. Ich habe einen Freund, vielleicht kennt er jemanden, der Ihnen helfen kann. Das würden Sie tun? Das wird sich auf alle Fälle für Sie lohnen. Es geht mir nicht ums Geld. Das kommt in allen Nachrichten. Wenn Sie sich stellen, dann... Dann verhaften die Sie wegen Beihilfe. Die Wahrheit ist, wir sind aufeinander angewiesen. Werde ich gefasst, reiße ich Sie mit rein. Kriegen Sie sie, dann bin ich geliefert. Warum sind diese Leute hinter ihm her? Was hat er verbrochen? Chester hat einen umgebracht. Warum lügst du für ihn, verdammt? Ich tat es nicht ihm zuliebe. Was zum Teufel ist hier los? Ich glaube, dass man sie erkannt hat. Lassen Sie sie doch einfach mal in Ruhe. Reden Sie nie wieder in diesem Turm mit mir. Oder was? Ich mag ihn einfach. Sie wissen, dass ich mit ihr geschlafen habe. Das ist von ihr ausgegangen. Sehen Sie sich jetzt an, ein richtiger Verbrecher. Sie hätten mich töten sollen, als Sie noch die Möglichkeit dazu hatten. Was hast du davon gewusst? Das ist auf jeden Fall ein solider Krimi. Ein ruhiger Film mit nicht so viel Action, schönen Bildern und es ist auch wirklich erfrischend, dass er immer noch in den 60ern spielt und nicht die Geschichte in die heutige Zeit verlegt wurde. So ist das Ganze authentischer und ich denke mal als Krimi-Unterhaltung auf jeden Fall sehr geeignet. Das waren die drei Tipps für heute und ich hoffe, beim nächsten Mal habe ich auf jeden Fall wieder einen guten Kinofilm dabei. Ich werde mal schauen, was läuft und mir das Beste für Sie rauspicken. Bis dahin eine schöne Zeit, viel Spaß mit den Filmen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.